Mein Name ist Mauro Celardi, bin 22 Jahre alt, in Chur aufgewachsen, spiele für Swiss Golf als Amateur Golf seit rund 15 Jahren. Professionell ist es eigentlich eher jetzt so seit 2 Jahren das Thema. Der entscheidende Moment war eigentlich mit 16, 17, wo ich so die ersten paar Mal können, international nach Amerika können Turniere spielen konnte und ein gewisses Potenzial auch in mir dann gesehen habe. Ich bin ehrgeizig und zielstrebig und auf der anderen Seite bin ich eine relativ ruhige Person. Ich mache eigentlich alles relativ überlegt im Golfsport, was auch hilft, um einen klaren Kopf zu bewahren. Ich kenne viele Leute, die einfach den Sport beurteilen oder verurteilen, weil sie es einfach noch nie probiert haben. Und dann gehen sie vielleicht 2 Tage mal irgendein Firmen-Event oder mit Kollegen Golf spielen und dann sehen sie, eigentlich ist es extrem cool und du siehst halt relativ schnell den Fortschritt. Hier an den Golfplätzen in Graubünden gibt es viele Einsteigerangebote. Es ist öffentlich. Du kannst auf Tom Adams gehen, kannst in den Lenzer High gehen, 5 Libre reinwerfen, Bälle rauslassen und ein bisschen probieren. Von dem her ist es relativ simpel. In 5 bis 10 Jahren sehe ich mich auf der European Tour, wo man, dass ich auf einem guten Niveau regelmäßig den Cut machen kann und von meinem Hobby leben kann.